also Tim hat, die, also Tim ist ja Mott hier, Pumpui und Tour. Er hat Freundin und natürlich auch Familie in Thailand, über seine Freundin. Und die haben eine Beachbar, also die Möglichkeit, eine Beachbar zu mieten in Chumphon für 3.000 Baht im Monat. Also es ist Wahnsinn, Wahnsinnspreis am Strand. Oder Tim ist am Strand, gell? Anhand von den Fotos war es am Strand. Die sind so nervig. Ablöse nicht vergessen. Ja, plus natürlich die Ablöse. Ablöse 10.000 Euro. Ah, okay. Oh, auch kein Problem. 10.000 Euro, wenn du monatlich 300 Baht bezahlst für ein fix fertiges Restaurant. Das ist wirklich... Also die Lage ist mega geil. Die Lage ist mega geil. Obroni, danke für den Abo und den Support. Traumhafter Strand. Die Bar, beziehungsweise ist eher ein kleines Restaurant. Ja, Lage, mega, wirklich, Restaurant auch mega. Alles nebendran hat es ein Hotel, ein großes Hotel, wo natürlich auch dann, wo man Kunden hat, etc. Einziger Nachteil, am Arsch der Welt, also in Chumphon. In Chumphon, also Chumphon ist dort in der Nähe, wo man mit der Fähre vom Festland Richtung Koh Samui rüberfährt. In der Touristensaison hat es dort sicher viele Leute, aber außerhalb der Tourisaison natürlich hauptsächlich nur Thais oder Leute, die halt in Chumphon in das Hotel dort gehen. Also eher ruhig. Aber um das geht es eigentlich gar nicht jetzt. Sondern es ist ja so, dass wenn ich noch irgendwas machen sollte, dann, also Yui hat sich mal Gedanken gemacht, weil sie hat ja noch eine Tante bei ihr zu Hause und noch die eine oder andere Cousine. Und die kochen extrem gut, also die meisten Thais kochen ja sehr gut. Und die haben auch dort, wo sie aufgewachsen ist, verkaufen die Essen. Und da besteht natürlich auch die Möglichkeit, unsererseits was zu eröffnen, wo die Familie dann, also Familie, das was noch übrig ist, ist nicht mehr viel übrig bei ihr, wo die Familie arbeiten könnte, also was machen könnte. Das wäre so eine Idee, aber bei uns in der Region hier, Preise am Strand für eine Beachbar sind sauteuer. Und du hast hier in Hua Hin auch nicht wirklich Beachbars, wie man sie im Süden kennt. Weißt du, so schön breiter Sandstrand, dann hast die Bars, sind direkt am Strand mit Feuershows am Abend, wo du auch im Sand sitzen kannst mit irgendwelchen Kissen, Tischen. Shisha rauchen, das gab es früher alles, das ist heute, also hier sehe ich das gar nicht mehr, außer in einem einzigen Hotel gibt es noch Shishas, aber sonst ist das alles mehr oder weniger weg. Ich weiß nicht, ob das von der Gesetzeslage hier so ist, dass man das hier nicht darf, auch keine Strand, also keine Beachbars zu haben, oder dass die Leute es bis dato einfach nicht gemacht haben. Aber ich muss mal schauen, vielleicht werde ich mal mit Yui, ich wüsste zwar nicht genau wo, nächste Woche oder so, mal ein bisschen rumschauen am Strand, ob es irgendwas gibt, was überhaupt in Frage käme. Aber ich bin ziemlich sicher, dass es finanziell nirgends attraktiv sein wird. Weil irgendwas hier an Strandlage wird sehr, sehr teuer sein. Sehr, sehr teuer. Außer bei mir, haha, genau. Ja, bei dir, Tim, das ist wirklich ein Schnäppchen. Also, wenn das bei mir wäre, hätte ich auch sofort zugegriffen. Das ist so. 100 Euro im Monat, das ist ein Witz. Da kannst du sogar rein mit dem Taschengeld einfach nur zum Spaß die Beachbar haben. Das 100 Euro im Monat Miete für eine Beachbar, das ist ein Witz. Aber das sind halt wirklich, das sind mega, das sind Sechser im Lotto, solche Deals.
Es gibt hier auch ein paar Locations in Charm am Strand, wo man jetzt was mieten kann. Eins, was ich gesehen habe, jetzt ohne zu suchen, also ich bin jetzt nicht irgendwie herumgelaufen und habe gesucht, aber eins, was ich gesehen habe, bei uns da am Strand kostet, ohne zu verhandeln, 19.000 Baht im Monat. Ja, ist genug Geld. Ist genug Geld. 19.000 Baht sind etwa 700-800 Euro im Monat. Also dann muss natürlich auch noch viel Geld reinstecken. So Beachbars und so, das kostet immer ein Schweinegeld, weil da musst du ja renovieren, machen, tun, irgendwas ersetzen. Das ist nicht einfach. Das rendiert sich in vielen Fällen nicht wirklich. Weißt du eigentlich, was es mit einer Alk-Lizenz ist? Ja, das ist easy. Da gehst du zur zuständigen Behörde, meldest eine Alk-Lizenz an und that's it, dann kriegst du die. Das ist rein formelle Sache, kostet ein bisschen Geld. Ich weiß jetzt nicht, wie viel Baht pro Monat, aber es ist nicht viel. Nee, also es ist bei mir tatsächlich so, sollte ich ein gutes Angebot bekommen, beziehungsweise eine gute Location finden, wo ich Preise habe, Mietpreise, die ich bereit bin zu verlieren, wenn ihr wisst, was ich meine, dann würde ich sowas machen, oder? Dann würde ich sowas machen. Ich habe es schon mal gesagt, wenn ich eine Beachbar eröffnen würde, es geht mir nicht um den Profit, sondern es müsste einfach so viel Miete und Personalkosten sein, damit man nicht mehr als 100-200 Euro im Monat Minus macht, oder? Dann wär's für mich verkraftbar, oder so im Sinne von, ja, okay, ich habe jetzt vielleicht 100-200 Euro Social Media Einnahmen, die ich wegschmeißen kann jeden Monat. Dann wäre es mir auch egal, oder? Weil man muss nicht das Gefühl haben, dass so eine Beachbar in Thailand gleich läuft. Vielleicht wird sie auch nie laufen. Aber das ist dann auch egal. Sondern, schau, wenn du ein Hobby hast, Angeln gehen, Motorrad, Autos, tunen, was auch immer, steckst du auch haufenweise Kohle rein. Und hast du nicht wirklich was davon, außer Spaß. Also ist ja ein Hobby. Und genau so würde ich das auch mit der Beachbar anschauen. Oder du machst einen Beachbar als Hobby. Einfach, dass du eine schöne Location hast am Strand, wo du ein bisschen rumhängen kannst, streamen kannst, Leute treffen kannst, Yui kann kochen mit ihrer Family, also da die Verwandten etc. Ein bisschen Kitesurfen, ein Ort, wo du das Material deponieren kannst. That's it. Wenn es dann im Monat ein bisschen was kostet, ist auch nicht so schlimm. Dann ist ja jeden Abend weg. Nee, dann wäre ich natürlich auch dort. Nein, wenn du eine Beachbar hast um die Ecke, dann bist du tagsüber an der Bar und abends bis zu Hause. Und wenn die Family von ihr noch kommt, um zu kochen, dann leben die dort. Die leben dann dort in der Bar. Also weiss, es ist nicht so, dass einfach nur irgendein Bambushäuschen am Strand steht, sondern schon irgendwas, wo es auch Zimmer hat, eine Toilette, einen Raum, wo man schlafen kann und wo dann ihre Cousinen oder Verwandten übernachten würden, sowas. Oder? So eine Kiteschule mit Bar wäre nice. Ja, Kiteschule wird es wahrscheinlich nicht geben. Das wäre dann schon wieder zu viel des Guten. Da brauchst du wieder Genehmigungen, Material, etc. etc. Das würde dann die Kosten schon wieder sprengen. Eher privat Kitesurfen, weil du einfach das Ort hast, wo dein Material deponieren kannst. Aber das ist jetzt wieder, das ist Träumerei, das ist dann schon wieder 1000 Steps weiter. Oder einfach mal nur privat, oder? Dass die Ausrüstung dort hast und wenn Freunde kommen, dann kannst du dort vor der Haustüre kiten gehen und that's it. Einfach die eigene Freizeit. Nicht irgendwie gewerbemäßig da Kite-Ausbildung machen und so, das nicht. Eben noch schnell was zu dem Thema Beachbar eröffnen. Also ich weiß ja nicht,
was andere über Bars in Thailand denken. Aber ihr wisst ja selber auch, in der Vergangenheit war ja so, das Eröffnen einer Bar in Thailand war ja, glaube ich, eins der beliebtesten Methoden oder Möglichkeiten, hier zu bleiben, um irgendwie noch ein bisschen Geld zu verdienen. Heute bin ich aber eher der Überzeugung, eine Bar ermöglicht einem keinen Aufenthalt mehr in Thailand. Außer man hat wirklich extrem Glück an einer guten Location und sie läuft sehr, sehr gut. Für mich ist das Eröffnen einer Bar oder eben einer Beachbar oder eines Beach-Restaurants, ich bin eher so, wenn dann lieber Restaurant, ich sage jetzt einfach Bar, weil es etwas easy, also einfacher ist, aber eher so ein Beach-Restaurant ist eher Hobby. Also ich glaube nicht, dass man da große Gewinne erzielen kann. Ich glaube eher, man sollte heute froh sein hier, wenn man gerade null, also so mehr oder weniger eben rauskommt, wenn man natürlich Angestellte hat und Miete bezahlen muss. Das Geheimnis oder der Schlüssel zum Erfolg in Thailand, mit einem Business Geld zu verdienen, langfristig, ist, wenn dir das Grundstück gehört. Weil wenn du keine Miete bezahlen musst, dann ist es relativ easy. Dann kannst du sicher überleben. Aber sobald du irgendwie 15.000, 20.000, 30.000 Bad irgendwo Miete bezahlen musst, dann ist schon fast Ende Feuer. Weil dann investierst viel Geld in die Infrastruktur, in alles. Und irgendwann hast du mal Ausfälle und dann musst du raus. Ja, ich bin mal gespannt. Mal gucken, ob Yui nächste Woche Lust hat, ein bisschen am Strand entlang zu laufen und zu gucken, was es so alles gibt. Und wie so die Preise sind. Und ja, werde dann sicherlich auch streamen.